sucht die. So, hallo, willkommen zu einem Video. Es ist mal wieder Dampferzeit. In meinem Fall ist mal wieder Aromazeit. Auch da mal wieder vom Mixed. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, dieses M-I-X-D Flavors. Spaghetti Eis. Auch immer wieder. Bin mal gespannt. Ist auch mal wieder auf Einkaufstour gewesen. Und das ist etwas teuer. Aber egal. Was ich jetzt so wegballer, da braucht man schon einen guten Vorrat. Nochmal, das sind 10 Milliliter. Und die schreiben hier 4-7%. Ich habe es mit 10% angemixt, weil ich will keine Reste hier übrig haben, weil das bringt mir einfach nichts. Anders bei Eisaromen, ja. Das sind noch weniger mit 2%. Das ist was anderes, aber wenn hier mal 7% oder so was, ja, was willst du denn dann auf eine Flasche füllen? Ja? Ich hab doch große Flaschen daher. Alles rein, keine Schaden. Geschmack etwas intensiver. Guck mal hier, auch mittlerweile 4 Wochen ziehen lassen. Es gibt Waschesorten, angeblich sofort dampfbar, aber ich mache mal mindestens 2 Wochen, dann bin ich auf der guten Seite. Nur mal so, Tipp am Rande. Hier mit 3 Milligramm Nikotin, 70-30 Späß. Ja, immer so nebenbei. Das war ein Necktest. Naja. Achtung, wenn man es weiß, was es ist. Spaghetti ist. Egal, ob es so ein bisschen Erdbeer mit bei ist. Schmeckt diese Vanille, Sahne, Eis. Schmeckt man so ein bisschen. Und irgendwie ist Erdbeer, Kirsche. Ich würde fast sagen, dass das hier ein Stück Erdbeere drin ist. Das hier lesen wir, oder? Für Kinder unzugänglich, aufbewahren. Oh oh. Was hat die Problem an? Haut mit Wasser, bla bla bla. Keine Ahnung. Was steht hier unten? Oh nicht. Aber ich sollte etwas sagen. Das ist das sahnige Erdbeereis auf alle Fälle mit Schuss. Das ist ein Erdbeerstückchen drin. Ich weiß auch, ob hier Kirsche sein kann bald. Ja, Kirsche. Ich bleib mal bei Erdbeere. Ist mal so schwer rauszuschmecken. Es ist eine schöne süße Frucht mit bei. Das auf alle Fälle. Dampfbar, ja. Ja, es ist nicht schlecht, aber das Beste ist es auch nicht. Ja, man kann es dampfen. Eine 2 oder eine 3 Wert, das auf alle Fälle. Mach es so für zwischendurch, würde ich mal sagen, für meinen Fall ja. Dauerhaft eher weniger. Weil dazu halt zu viel Sorten ja, was mir bei weitem besser schmeckt, deswegen akzeptabel. Das hat wie frutiges Spaghetti ist. Weil die Frucht schon mehr im Vordergrund steht. Ich kann mal schon trinken. Aber wie gesagt, es ist eine Versuchung wert auf alle Fälle. Wer so Spaghetti es liebt, kann es mal gerne mal testen. Kann man es empfehlen. Aber wer dann so fixiert drauf ist, ja. Wow, ihr wisst, was ich meinte.
Ja, dann sagen, ich will mal hier weiter basteln, mixen, mal gucken, was der Tag heute oder so bringt, weil es schon spät. Ja, ich bin raus. Was euch gemacht hat, könnt gerne ein Abo da lassen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns bald wieder. Vielleicht auch beim nächsten Video. Man weiß es nicht. Bis dahin bin ich raus. Sag auf Wiedersehen. Schönen Tag noch gewünscht. Und bis dahin, gut Dampf.